So, hallo, wir machen weiter. Bye. Ich will immer Legend of Zelda sagen, aber es ist halt nicht Legend of Zelda. Es ist halt Hyrule Warriors. Auch wenn es wie Legend of Zelda aussieht. So, der liebe Counter hatte mich auf was aufmerksam gemacht. Und zwar, dass bei manchen Missionen, zum Beispiel... Wait. Wo sehe ich das? Muss man das erst freischalten? Er hat mir auf Discord... Moment. Wo kam dieses Bild her? Er hat mir auf Discord ein Bild geschickt. Zum Beispiel... Also sein Beispiel war Urbosa, Königin der Gerudo. So, bei der Mission... Aber es gab ja woanders, gab es ja auch Krox. Ja, ich sehe das noch nicht. Ich bin gar nicht blind. Ich bin gar nicht blind. Das muss man erst freischalten. Er hat nämlich da unten eine Symbolleiste. Also unter den Charakteren hat er eine Symbolleiste, die anzeigt, wie viel Krox einem noch fehlen. Das sehe ich gar nicht. Wieso siehst du das? Hast du irgendwas freigeschaltet, was ich nicht habe? Irgendwas muss er okay. Irgendwas muss er freigeschaltet haben, weil ich habe das nicht. Und ich dachte schon, ich bin blind. Aber ich bin nicht blind. Da ist keine... Das steht da nicht. Ich wollte nämlich schon sagen, so, wir holen jetzt in dem Part Krox nach, weil unter den Missionen wird angezeigt, was man noch für Krox braucht. Ja, nee, ist nicht. Das ist da nicht. Vielleicht muss man das wirklich freischalten. Vielleicht ist da irgendeins von den Dingern dann zum Freischalten und ab da wird es angezeigt. Weil ich hab das da nicht. Ich hab das da nicht. Oder sieht man das, wenn man auf... Spielst du auf Einfach-Counter? Moment. Kann ich das umstellen? Oder gibt es hier eine Option? Krox anzeigen oder sowas? Was komisch wäre. Jetzt sind wir auf einfach, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß es nicht. Aber auch da kriege ich nichts angezeigt. Jetzt aber schnell wieder zurück auf schwer gehen. Nicht schwer, aber normal. Also man kann zwischendurch auch einfach wechseln. Okay, das ist interessant. Good to know. So, aber ich seh den Krox nicht. Weiß nicht, okay. Und was ich noch anmerken wollte, ich habe ja bei der Rassel und so, ne, habe ich ja gesagt, da muss ich den leveln. Aber die Rassel ist meistens, zwar kommt die von dem Typen, aber das ist dann was für alle gilt. Wie hier jetzt ja, Stauraumwaffeninventar plus 1 geht ja nicht nur für, ich vergesse den Namen halt immer wieder von dem Vieh. Nein, ich wollte in die Charakterauswahl gehen. Ja, Maronus, ne? Das sind zwar sein Symbol, aber das ist meistens dann was man allgemein freischalten kann. Und aktuell haben wir nichts weiter, was wir freischalten können, ne? Wir haben jetzt alles aktuell getan wieder. Dann gehen wir einfach in die nächste Hauptmission und erfreuen uns der Dinge, die wir sehen werden. Ich frage mich, ob wir irgendwann in diesen Labyrinthen auch noch Missionen bekommen. Das wäre cool. Aber jetzt geht es in die Festung Akala. Auf geht's. Ich bin super gespannt, weil das ist allein schon eine Location, die hat mir schon in Breath of the Wild gut gefallen. Ja, los geht's. Während die vier Recken sich in der Steuerung der Titanen übten, unternahm Pura an der Spitze einer Gruppe von Reliktforschern eine Expedition zu jenem Turm, der wie aus dem Nichts in der Ebene von Hyrule erschienen war. Der Turm, ein sogenannter Shika-Turm, war jedoch nicht der einzige seiner Art. Schnell wurde klar,
dass diese Türme aller Orten unter der Erdoberfläche ruhten und ihr Erscheinen über der Erde von einer Vorrichtung in Schloss Hyrule aus gesteuert wurde. Ich muss mal sagen, ich finde den Text so von der Art und Weise, wie das hier geschrieben ist, finde ich den unglaublich gut. Also dieses etwas Altertümliche, das mag ich. Wie es schien, konnte die Steuerungseinheit durch die Verbindung des Shika-Steins mit den Türmen aktiviert werden. Alsbald begaben sich Zelda, Pura und die Recken auf eine Expedition, um dieser spektakulären Entdeckung auf den Grund zu gehen. Ach, sowas wie alsbald aller Orten, das hat sowas Mystisches. Das klingt cool. Studierst du schon wieder Relikt? Vater! Glaubst du, die Zeit zu haben, dich mit so etwas abzugeben? Aber... Vor langer Zeit fand ich in Begleitung von Mutter dieses Relikt. Ich weiß noch, wie ich mich mit Mutter darüber unterhielt. Wir nahmen an, dass es eine besondere Kraft in sich birgt. Doch bis heute ist es mir nicht gelungen, seinen Zweck herauszufinden. Vater! Das Geheimnis dieser Relikte könnte uns einen Vorteil über die Verheerung... Und doch! Obliegen dir andere Pflichten? Natürlich werde ich mein Training nicht vernachlässigen. Aber ich möchte einfach alles tun, was mir nur irgend möglich ist. Mir scheint, als würdest du ganz genau das vermeiden. Dieses eine Mal werde ich es zulassen. Doch, ich hoffe, du verstehst. Hätte man das Ding erkennen sollen? Ich habe es nämlich nicht erkannt. Oh. Sag, wenn Sie also dieses Shika-Dings reparieren, was bedeutet das für uns? Ihnen würden sich wohl augenblicklich unser Aufenthaltsort und unsere Absichten erschließen. Wäre ziemlich übel, wenn die rausfinden, wo wir sind. Ich kümmere mich und... Auch ihr werdet eure Rollen spielen. Super! Garn und Willis, also Klappe! Bitte verzeiht. Ein Wächter, der von der Verheerung Garnon besessen ist. Wer über ihn verfügt, der regiert schon bald die ganze Welt. Wie rätselhaft. Die Macht der Verheerung, Garnon. Kann sie wirklich so leicht zu kontrollieren sein? Okay. Oh, jetzt sind wir auf dem Turm erstmal.
schön. Genau wie geplant. Na dann, lasst uns mal loslegen und alle Türme reaktivieren. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern war es Link gelungen, den Turm der Ebene wiederherzustellen. Unter Puras Führung begannen sie nun, die Shika-Türme aller Regionen einen nach dem anderen zu aktivieren. Okay. Schon bald mussten sie jedoch erkennen, dass auch ihr Gegner nicht untätig geblieben war. Zu Füßen des Akala-Turms, der als letzter seiner Aktivierung harrte, hatte sich die Jiga-Bande in großer Zahl versammelt und lauerte den Helden auf. Ah, okay. Wir machen also nicht für jeden Turm eine Mission, wir machen für den letzten Turm eine Mission. Ich verstehe. Jetzt sind wir dann endlich bereit zu spielen, ja? Akala-Festung, eine uneinnehmbare Festung, die den Eckpfeiler der Verteidigung der Akala-Region darstellt. Die vielen Kanonen auf der steilen Anhöhe starren dem Gegner entgegen. Na dann, Rückeroberung von Akala. Jo, hier sind einfach mal Wächter. Gib die zur Akala-Festung, werden wir tun, aber erst gucken wir uns um. Sobald ich einen Krog gefunden habe, muss ich mich umgucken. Noch habe ich keinen einzigen, das ist klar. Deswegen muss ich am Anfang ein bisschen genauer gucken. Wenn ich dann keinen finde, gehe ich davon aus, dass es hier keine gibt. Aber sobald ich einen finde, geht der eigentlich auch wieder weg, der Baum? Oder ist der... Ah, nee, der bleibt der sogar tatsächlich nicht. Okay. Kann ich den auch eigentlich? Nein. Okay, aber hier scheint schon mal nichts zu sein. Sonst ist er gerne am Anfang direkt ein Krog versteckt. Das ist fast ein Zeichen dafür, dass hier vielleicht nichts ist. Oh, hi! Da ist der Gegner. Hier könnte was sein. Ja, eine Cutscene. Ja. Oh, ich dachte, die aktivieren sich jetzt. Okay, Okay. Ach so! Okay, dann räumen wir erstmal auf. Dass wir hier auch gleich. Oh, ich hab vor der Mission habe ich jetzt wieder keine. Wie viel Platz habe ich für Waffen? Sehe ich jetzt wieder nicht, ne? Ach, Käse, ich hoffe, ich habe genug Platz. Gehen wir mal davon aus, dass ich keinen Platz habe. So, wo ist der andere? Da. Adieu. Das war das. Ja. So, ich wollte mal da in die Mitte gehen von dem Viech. Da wollte ich mal hingucken. Ach, da kann man gerade. Doch, da kann man hingucken. Okay. Das war das Geröll, was sie gemeint haben. Okay, aber hier ist tatsächlich auch nichts. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass hier keine Crocs sind. I guess. Ansonsten komme ich da runter? Nee, also da runter komme ich überhaupt nicht, was wir da sehen oder wie. Oder komme ich da außen? Nee, warte, ich habe ja hier... Guck mal, ich kann ja hier auch außen rumlaufen. Also da kann man hinlaufen. Das ist eine Fläche, die kann ich betreten. Sogar eine große Fläche, die ich betreten kann. Viele gibt es hier mindestens, auf jeden Fall. Oder auch nicht. Aber hier unten kann ich auch lang.
Dann muss ich hier später wieder hin, wenn ich über die Brücke gelaufen. Wait, was ist denn hier alles? Ist das nur für Nebenmissionen, dass dann so eine Fläche hier einfach... Aber es ist allein cool, dass hier so viel Zeug ist. Hat das gar keine Bedeutung? Okay, wir haben uns schon mal ein bisschen geheilt. Nicht geheilt, aber so einen Apfel aufgeladen. Ach, gucke mal! Tja. So viel dazu. Und für diese ganzen Zusatzfreischaltungen, dafür braucht man dann eben die Krogsamen. Insofern ist es schon wichtig, dass wir die mitnehmen. Das scheint dann ja nicht nur sowas wie... Aber wahrscheinlich ist der Weg dann da unten später wichtig. Vielleicht fliehen wir nachher oder so? Keine Ahnung. Weil zur Festung geht es ja über die Brücke. Aber hier gibt es trotzdem einen großen, riesigen Weg. Der muss ja noch eine Bedeutung haben. Der hat definitiv noch eine Bedeutung. Man, schaut euch das an. Das ist riesig. Das Level ist riesig. Ich bin jetzt schon. In dem Level sitze ich doch 3 Millionen Parts lang. Guck mal, was hier alles ist an Zeug. Das ist doch nicht, das ist doch keine Dekoration. Das sind bestimmt dann irgendwelche Pfosten, die wir verteidigen müssen und keine Ahnung. Ich gucke mir jetzt einfach schon mal alles an. Und gehe das Level verkehrt rum. Okay. Das ist viel zu groß, um anzufangen, hier Krogs zu... Oh mein Gott, nee, nicht euer Ernst. Ich wollte gerade sagen, das ist viel zu groß, um anzufangen, hier Krogs zu suchen in irgendwelchen Ecken. Und dann ist da einfach so eine Platte, ne? Uff. Uff. Aber dann werde ich ja zumindest bestätigt, dass ich hier mich umgucken muss. Oh, weia. Oh, weia. Und eine Truhe ist hier auch einfach mal. Ritterhellebarde. Okay. Ja, also, ne, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich muss hier meinem Sammelwahn nachgehen. Okay, ich denke, hier haben wir alles ausgeräubert. Ich denke, man kommt hier wieder her. Also, man soll jetzt erstmal über die Brücke laufen. Also, was ich jetzt gerade nicht tue, ne? Das wird alles noch relevant werden. Wir werden hier überall wieder gleich hinkommen, aus irgendwelchen Gründen. Aber dann war ich schon mal hier und kann mich dann aufs Kämpfen konzentrieren, wenn ich vorher hier alles ausgeräubert habe. Aber da ist wieder so ein Ding, das werden wir dann wahrscheinlich aktivieren müssen. Für, weiß ich nicht. Weiter. Oh Gott, das ist riesig. Also, der Theorie nach ist hier wieder so ein Ding, da müsste hier in der Nähe auch wieder so ein Krog sein, aber keine Ahnung. Ob dem nun so ist oder nicht. Und die Dinger hier, also die haben bestimmt noch eine Bedeutung. Ich meine, das sind jetzt solche Pura-Teile da, ne? Hier unten war in Breath of the Wild ein Leune, stimmt's? Ich glaube ja. Ich meine mich zu erinnern, dass da unten mal ein Leune war. Wenn ich jetzt da den Weg weitergehe, dann bin ich unter der... Jetzt bin ich unter der Brücke. Ich gehe mal kurz hier die Fläche noch zurück. Das ist ja alles hier. Das ist ja die große Festung. Oh! Seht ihr, was ich sehe?
Yes. Nice. 100 Rubine. Auch die nehmen wir gerne mit. Oh, wenn ich Bäume kaputt mache, kriege ich Holzbündel. Habe ich jetzt eingesammelt, die anderen? Weiß ich gar nicht. Ich meine, deswegen renne ich nicht zurück, ne? Keine Panik. Ah, hier ist Schluss. Hier ist einfach Schluss. So, hier hört dieser Weg auf. Okay. Das ist ja schon mal gut. Wir haben schon mal ein Ende gefunden, das der Wege. Ah, nice. Ich denke nicht, dass da irgendwas drunter ist, aber ich mache mal alles kaputt, was ich kann. Das wäre zwar ein bisschen komisch, aber möglich ist ja alles. Hier irgendwas? Okay. Nur Holzbündel. Okay, es kommt aber dann schon automatisch zu mir. Also wenn ich es einmal kaputt schlage, so wie jetzt, dann kommt es nachher automatisch zu mir, das Holzbündel. Zack, da ist es. Okay. Ich muss aber halt nochmal draufschlagen. Es reicht nicht einmal zu fällen, ich muss nochmal draufschlagen. Aber hier ist kein weiterer Krog. In der ganzen Fläche habe ich jetzt keinen weiteren Krog gefunden. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Okay. Gehen wir weiter den Weg. Gehen wir unter der Brücke durch, über die wir jetzt eigentlich gerade laufen. So. Oh Gott, so viele Bäume, jetzt will ich die Holz. Nein, das ist ja, komm, das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt Spaß. Ah, den habe ich sofort erledigen können. Okay, auch gut. So, hier alles wegnutzen. Okay. Ah, oh, ey, Krox, wo seid ihr? Ah, da unten ist der Weg auch gleich zu Ende. Mit einer Truhe. Antikes Leitpaket. Ich glaube, das ist für Zelda. Okay. War das jetzt tatsächlich nur für die Truhen und die Krogs dieser Weg? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, wir werden hier noch runterkommen. Und da wird hier noch eine große Schlacht sein. Vielleicht taucht hier sogar genau dieser Leune auf. Kann ja sein. Ist ja alles möglich. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Nice. Ich könnte auch wechseln. Ich könnte auch zu Zelda wechseln und lass Link zurücklaufen. Ich übernehme, Link. Mach ich auch einfach. Und wenn Link wieder hier ist, was er hoffentlich gleich ist. Der wird schon von selber hierher laufen, oder? Der wird jetzt nicht so doof sein und sagen, wo muss ich hin? Ich denke, der wird schon hier auftauchen. Okay. Ja. Oh, das war zu bald. Ich wusste nicht mehr, wie das funktioniert. Was? Achso, neue Nachricht. Nichts für uns. Ja, ist doch gut. Ging das noch gleich so und dann so. Genau. Okay, wie weit ist Link? Link! Jawohl. Der ist auch an der Brücke angekommen. Okay, das ist nicht schneller. Das sieht aber super albern aus. Kann ich auch kaputt machen? Nein.
Link! Ich bin ja schon da. Habt ihr mich wohl vermisst oder auf mich gewartet oder so? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich war doch die ganze Zeit unterwegs. Okay, man kann hier hoch. Oh, jetzt hat's mich erwischt. Unser Prozess. 3 Millionen Sachen. Okay, hier sind auch solche Dinger. Aber kein Groggy. Schade. So, aber bevor wir jetzt hier weiter... Na, das ist auch schon wieder so ein Weg, ne? Wenn ich jetzt hier draußen nämlich weitergehe... Da ist auch schon wieder alles leer, aber es ist ein Weg. Oha! Da war richtig viel in dem Baum drin. Ah, das ist halt das Problem. Das sind alles Wege, die ich gehen kann hier. Aber halt keine relevanten Sachen. Ah, Geld. Geld. Hier geht's auch wieder hoch zur Festung. Wir gehen jetzt erstmal hier unten weiter. Da wird auch noch was kommen. Das sind alles solche Dingens. Ne? Solche... Na, weißt du schon. Wenn ich übrigens irgendwo einen Krog übersehe und ihr seht den, schreibt es mir ruhig rein, gell? Könnt mir alles, was ich übersehe, könnt ihr mir immer sofort mitteilen. Bin da kein... Ich will alles selber finden. Wir können das gerne gemeinsam finden. Ich habe gar kein Problem mit. Ah. Ach, Truhe! Was war das denn? Wächterlanze plus. Klingt an sich ja sogar nice. Aber da die wahrscheinlich eh wieder nur Link führen kann und Link hat schon sein Masterschwert führt, ist sie dann leider schon wieder nutzlos. Aber vielleicht gut zum Verbessern. Na, das ist ja auch dann Verbesserungsmaterial fürs Masterschwert. Ist ja auch nice. Kann man ja auch anbieten. Aber ich will überhaupt nicht wissen, wie viele Crocs ich hier verpasse. Dass ich hier überhaupt keinen einzigen finde, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau, wir schießen einfach Pfeile, das ist okay. Das wird alles noch relevant werden. Wie groß ist diese Map? Das wird alles noch relevant werden. Komme ich dahinter? Nein. Da ist einfach wieder eine Wand. Hier ist auch nichts. Einfach nichts ist hier. Hier ist auch nichts. Oh, okay. Also sind alles Plätze für Crocs. Über das Feuerzeug kann ich da nicht laufen. Okay, und jetzt sind wir am Ende angekommen. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Computer.
Und das sagt nein. Ah, eine Truhe. Ein treue Kodachi. Irgendwas. Aber sonst ist hier halt echt einfach. Hoffentlich nichts. Also hoffentlich übersehe ich jetzt nicht was, weil das wäre super dumm, wenn ich hier schon rumlaufe. Meine Zeit hier verschwende und dann ist ja. Ah! Jeder einzelne Krok ist 15 Minuten suchen wert. Okay. Ich habe noch einen gefunden. Will nicht wissen, wie viel ich verpasst habe, aber ich habe noch einen gefunden. Hier waren wir an der Seite noch nicht, ne? So, hier drüben waren wir noch nicht so richtig. Kann ich auch noch mal kurz ein bisschen gucken. Aber da sehe ich auch nichts weiter. Nee. Okay. Aber ich will die Ansicht haben, die Counter hat. Ich will sehen, wie viele Crocs mir fehlen. Was ist das denn? Warum habe ich das nicht? Wo hat er das her? Frech. So. Lad mich immer schnell unser A wieder auf. Ich weiß nicht, von wem du redest, Zelda, aber ich komme gleich. I guess. Ja, hier ist er nicht. Von wem redet sie? Wo sind die denn alle? Ach so, hier brauche ich wieder so ein Vieh zum kaputt machen. Ach, hier! Aktivieren. Ah. Gut. Das war also der Flammen... Das war der Flammenborn, von dem sie geredet hat, okay. Ah, und dann muss ich die alle außenrum wahrscheinlich auch noch aktivieren und dann immer ständig Zeug frei machen und sowas. So wird das wohl ablaufen. Oh, Super ist auch wieder hier. Wie gefährlich werden diese Resekte denen zu überlassen. Ja, 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 ja. So. Okay. Für den Jägeroffizier setzen wir gleich mal wieder A ein. Das war die Oh nein, jetzt trifft es den nicht, oder? Ah, ich habe ihn getroffen. Doch, okay. Passt schon. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Tschüss. Warte mal. Die Tore öffnen sich nicht. Sie wollen uns wohl wirklich nicht passieren lassen. Ach so, eine eingenommene Festung will von selbst nicht erobert werden. Das hätte ich nicht erwartet. Oh, muss ich jetzt außenrum? F. F. Okay. Jetzt muss ich da eh überall hin. Und jetzt sind da wahrscheinlich auch Gegner. Aber wir haben es ja schon gesagt, ne? Ich habe ja schon gesagt, irgendwann muss ich da hin. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert. Aber gut. Dafür muss ich mich jetzt nicht mehr dort umgucken. Und irgendwas suchen. Jetzt kann ich da einfach rein. Kann das Ding aktivieren. Nachdem er mir auf den Keks gegangen ist. Ja.
Kann ich das auch auslösen, ohne ihn zu besiegen eigentlich? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich es auf jeden Fall auslösen. Aktivieren. Zack. Also ich gehe einfach hin und aktiviere die, ja? Muss die eigentlich gar nicht großartig. Ich glaube, ich kann es auch machen, ohne sie zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ich werde es mal ausprobieren. So, da unten ist das nächste gewesen. Hui. Schön einfach durchsurfen. Ah, ich muss den vorher besiegen. Na gut. Wenn er unbedingt besiegt werden will, kann er haben. Ist jetzt nicht das Problem. Gut, jetzt geht's. Zack. Auch ausgelöst. Jetzt muss ich die anderen auslösen. So nicht. Aber darunter hätte man dann noch nicht gemusst, scheinbar. Na gut. So, jetzt ist die Frage, wo sind die anderen gerade? Ich übernehme, Link. Ah, Zelda ist direkt vor dem hier. Ja, dann machen wir das doch so. Unmöglich. Aua. Hey. Dies ist meine Pflicht. Einmal bitte lächeln. Zack. Na, natürlich ist sie nicht ganz so stark jetzt, aber das sollte reichen. Er ist gleich down. Jawohl. Und der andere auch, ne? Nice. So, damit ist er auch ausgelöst. Perfekt. Und dann gucken wir mal, ob noch jemand... Ah, Daruk ist auch bei ihr. Link ist hier oben. Na gut, dann muss ich wohl runter. Dann muss ich wohl oder übel runterlaufen. Oder wo ist das? Ja, das ist da unten, das Ding. Ah, da muss ich hin. Hilft nix. Kann ich hier nicht einfach? Ach komm schon, das wäre doch jetzt eigentlich. Warum geht das nicht? Warum kann er da nicht einfach runterziehen? Na gut. Moin. 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 Was ist eigentlich hier oben? Ah, da war ich auch drin, ne? Ja, da bin ich durchgelaufen. Wait, aber den... Ah, den machen wir noch nicht an. Den machen wir später an, oder wie? Okay. Verstehe. Dann machen wir den halt später an. Die stehen halt auch einfach nur da, um weggemetzelt zu werden. So einen anderen Grund haben sie nicht für ihr Dasein. Den da drin machen wir ja auch noch nicht an. Also die kommen auch noch später dann. Also laufe ich jetzt wieder hier hin. Dann stelle ich später fest, okay, wir brauchen noch mehr von den Dingern. Und dann laufen wir wieder außen rum. Sehe ich das richtig? Cool. Moin. Das war die falsche Taste, aber es ist egal, weil er ist eh down. So. Das war der letzte. Ja, aktiviere den Wächter der Festung und laufen wieder hoch zur Festung. Ich übernehme, ist jemand direkt dort? Wo bist du gerade?
Wo ist die denn hier? Ich sehe nicht, wo die ist. Ach, da unten. Ja, das nützt mir wahnsinnig viel. Kein Problem. Okay, Daruk ist hier oben. So. Dann eben so. Genau. Wow, die macht das Tor auf, einfach nur weil er aktiviert wird. Der schießt das gar nicht auf. Die machen das Tor einfach auf, weil sie vor dem Wächter fliehen. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Okay. Ist das... Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier Säulen kaputt machen. Aber hey, die sind bestimmt nicht tragend. Das sind bestimmt keine wichtigen Säulen. Der Sieg ist super. Wir arbeiten uns hier mal mit Daruk ein bisschen durch. Guck mal, da, der kommt jetzt hier, wo das sind jetzt mehrere so, genau, solche Dinger. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Bam! Gar kein Problem! So sehe ich das auch. So. Jawohl, das hat gereicht. Sehr schön. Okay, hier kann man auch später nochmal rein, wahrscheinlich. Jetzt gucke ich mich da kurz mit Daruk um. Nee, hier ist nichts weiter, okay. Das würde ich ja auch einsammeln, wenn ich es gebrauchen könnte. Also, das scheint alles voll zu sein. Hier ist auch nichts weiter. Hier sind Kanonen. Und ein Krog! Yes! Komm her! So. Sehr schön. Das war tatsächlich nur für den Krog, das ganze Abschnitt hier aus. Aber das passt, das ist gut. So habe ich mir das ja vorgestellt. Ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. So, ist Link mittlerweile hier? Jawohl. Dann laufen wir mit Link weiter. Dann gehen die Kämpfe ein bisschen schneller. Jetzt frage ich mich nur, habe ich jetzt... Lass mich mal kurz gucken. Kann ich da ranzoomen? Nee, ich will doch nur... Ach, das sind Stockwerke. Ah, I see. I see, I see, I see. Wir gehen erstmal hier lang. Hier ist super. Ja, hier ist super. Ja, von da oben genau. Super, super Link. Genau da wollte ich hin. Nee, super. Echt nicht. Das hat man jetzt schon ein paar Mal die Nummer, ne? Also das wird nix. Das wird einfach nix mit dir. Du bist kein Match für mich. Was ist jetzt los? Ach so. Ah, okay, der wird immer wieder auftauchen, ich verstehe.
Ich verstehe, wir kämpfen jetzt immer wieder gegen den. Hier darf man übrigens nicht hoch, weil da ist ein Schild vor. Und Link hält sich an Schilder. Das ist Baustelle. Nee, keine Ahnung. Das ist halt Baustelle. Okay, so. Aha! Habe ich dich. Dass wir hier hoch sind, aber hier müssen wir ja eh hoch, offenbar. Yo, was? Ich hätte ja gerne das auf Leunen gemacht, weil der gerade geleuchtet hat, aber dann halt nicht, ne? Machen wir halt das auf den Leunen. Hat er es nicht so stark. Au. Bam. Na. Und tschüss. Habe ich gedacht, aber war noch nicht so weit. Ja, wow. Ach komm, ey, da fehlt doch nicht mehr viel. Brauchen doch nur einmal noch mal seine Schwachdings, ansonsten. Was tue ich denn? Falsche Taste. Jetzt. Oh, das habe ich gesucht. Okay. So, haben wir hier in dem Raum vielleicht noch einen Krog? Danach aus. Aber Geld. Mucho Geld. Aber sonst ist hier halt einfach nichts. Jo, hat Link gerade. Okay. Hier war mal eine Säule. So, ich kann da lang. Ich kann da lang. Ich geh mal da lang. Da ist wieder gesperrt. So. Haben wir hier auch aufgeräumt. War allerdings jetzt nichts Relevantes, scheinbar. Da geht's wahrscheinlich wieder zu Super. Ich will erstmal den anderen Weg gehen. Ach so. Nee, hier geht's auch noch hoch. Komm ich jetzt dahin? Da ist nämlich Schluss. Das ist die Sackgasse. Oh, das ist okay. Da kommt's wahrscheinlich später hin. Da geht's wahrscheinlich später hin.
Dann ist super jetzt erstmal an dem Abschnitt, wo da jetzt die, wo die ganze Meute ist und die anderen. Dann ist super hier. Ne, noch, ne? Da muss er gar nicht hier. Da ist er ja. Ah, da ist er ja. Und so schnell wie er gekommen ist. Macht auch einen Abflug. Ich wette, das reicht, dass er wieder verschwindet. Ja, das reicht, stimmt, dass er verschwindet. Lel. Okay. Aber ich ahne, wo er hin ist. Ich ahne, wo er hin ist. Oh, guck mal, hier dürfen wir auch nicht nach hinten, weil hier ist eine Absperrung. Oh nein. Da halten wir uns natürlich dran. Weil wir sind ja eher Ehrenlink. So, ich gehe auf davon aus, ich muss jetzt da hoch. Ne, da nicht. Wo war das denn da was? Ziemlich sicher muss ich jetzt da hoch. Und kann dann jetzt hier rein. Ja, da ist die Tür offen. Wer hätte das erwartet? Hey, da schon das super, Mensch. Oh, jetzt hat er zwei Schwerter, oder was? Ey, das war der Fall. Wieso was hat denn Link jetzt da anvisiert? So, hier. Ich denke aber diesmal wird er. Ja, diesmal geht er drauf. Zack! Oh, ich kann nicht mehr kämpfen. Das war die Mission. Nein, aber das sind noch Räume. Hier, guck mal, gut. Den ganzen Ring habe ich nicht mitgemacht. Oh, ich hoffe, hier war kein Korb mehr. Hier ist der Turm. Okay. Weh, ich habe keinen Platz für das ganze Zeug. Oh, guckt euch die Lanze. 38. Die ist crazy. Ich hoffe, ich kann die zum Verbessern ordentlich nutzen. Ein Ruder, okay. Nein! 5 Sachen muss ich hergeben. Willst du mich verarschen? Okay. Verrostetes Schwert weg. Wurfspeer weg. Bocklanze. Und Knochenbocklanze. Das kann alles weg. Jawohl, wiedersehen. Okay. Okay. So. Noch eine Sequenz. Dann haben wir einen etwas längeren Part gemacht. Welch fantastischer Ausblick. Findet ihr nicht auch? Pura, was hast du denn da entdeckt? Ich verstehe. Also das hier in Verbindung mit dem Schicksal. Hallo, Pura. Prinzessin, es scheint so, als wären diese Türme gewaltige Macht. Ich gehe davon aus, dass die Schicker-Türme einst dazu dienten, die Wiederkehr der Verheerung anzuzeigen. An ihren Podesten ist es möglich, Infos über ihre Umgebung an den Schicker-Stein zu übermitteln. So erhält man im Nu alle Daten über die Topografie von Hyrule sowie über Monsterbewegungen. Heißt das, wir könnten den Feind beobachten und so unsere Strategie planen? Genau so ist es! Doch, bevor ich hier noch länger herumrede, sollten wir es vielleicht einfach einmal ausprobieren.
Okay. Jetzt sind wir wieder zurück im Hauptmenü. Eieiei. So, jetzt kommen wieder 3 Millionen Sachen. Neue Hauptmission. Ja. Ja. Ganz viel zum Freischalten. Da ist eine Rassel. Ich muss gleich zur Rassel gucken. Ja, ist in Ordnung jetzt. Was zur Hölle? Oh, Jagd auf die Jägerbande. Ja, das ist dann das nächste Hauptmissionsding. Ich will kurz die Rassel gucken. Was ist das? Krog-Informationen! Der Part rundet sich ab. Prima. Gut gemacht. Der Part rundet sich ab. Der Part rundet sich einfach ab. So, Beispiel. Da ist die Anzeige. Das habe ich vor einer Stunde am Anfang des Parts gemeint. Das hat mir Counter gezeigt. Diese Anzeige hatte er. Und jetzt sehe ich bei den Missionen, ob es also da Crocs gibt oder nicht. Hier zum Beispiel scheint es keine Crocs zu geben. Ich hoffe, den sieht man erst nach, nicht nachher. Das kann natürlich auch sein, dass man die erst im Nachhinein sieht. Da können wir jetzt auch gucken, wie viele Crocs ich hier verpasst habe. Bei Daruk zum Beispiel. Guck mal, da haben wir einen Croc verpasst. Großartig. Den zu finden wird super. Was sind die Sterne? Oh! Das ist für eine die Module. Sache. Ah. Abklingzeit wurde verkürzt. Oh, das ist auch nice. Suchfunktion des Shika-Sensors wird erweitert. Du hast es geschafft! Was heißt das jetzt? Die wurde einfach erweitert. Okay. Das geht jetzt auch. Ich könnte jetzt nach irgendeiner Reihenfolge vorgehen und gucken, was ist am wichtigsten, aber ich gehe einfach kurz alles ein bisschen durch. Daruk hat eine neue Spezialleiste, die ist natürlich schon wichtig. Okay, der Stern wäre... Ah, da kriegt man Material. Ah, da muss man spielen. Das ist... Ah, okay, das ist einfach so. Das ist nichts, wo man anklicken kann. Ich weiß ja jetzt, ne, wenn's nicht blinkt, kann ich es nicht machen. Und wenn es blinkt, kann ich es machen. Guck mal, hier die drei... Ich kann das alles hier zum Beispiel noch auslösen. Machen wir auch gleich noch. Ich will nur erst ein bisschen gucken. Ah, das hier sind dann auch... Okay, ich verstehe. Der Stern zeigt nur an, dass hier noch sozusagen Missionen sind zum Erledigen. Ein Rezept. Ja, komm, scheiß drauf. Wir nehmen alles mit. Auch wenn ich bisher noch nie ein Rezept eingesetzt habe. Noch nie eingesetzt. Bewegungsgeschwindigkeit plus 15%. Ja, gut. Meinetwegen. Link kriegt auch eine neue Spezialangriffsleiste. Jawohl. Nehmen wir mit. Sehr schön. Zack. Urbosa längerer Kombo-Angriff nehmen wir auch mit. Das muss ich im Kampf einsetzen. Das solltest du. Shika-Stein längerer Kombo-Angriff ist also für Zelda. Vielleicht bin ich stärker geworden. Vielleicht bist du das. Aber jetzt blinkt das hier schon nicht mehr. Ach, Maronus kriegt keine neue Spezialangriffsleiste. Das tut mir jetzt aber leid. Maronus Herzen plus 1. Okay, ich lasse Maronus erstmal jetzt in Ruhe und guck mal, was ich so an anderes noch anstellen kann mit den Materialien. 10% Rabatt auf Waren aus West-Hyrule. Oh, das kann man mal machen. Das kann man mal mitnehmen. Oh. 10% Rabatt auf Waren aus Ost-Hyrule kann man auch mal mitnehmen. Toll! Gut gemacht! Jawohl. Das hier wahrscheinlich auch Rabatt. Neue Farben? Ey, ganz ehrlich. Das würde ich ganz zum Schluss machen, wenn ich nichts anderes mehr habe. Die Farben interessieren mich gerade überhaupt nicht. Dafür gebe ich jetzt auch nichts aus. Oh! Nice! Da haben wir wieder ein Gebiet erweitert. Also nicht erweitert, ist Quatsch, aber weißt du schon. Link Herzen plus 2. Da bräuchte ich 20 Fleisch und ein irgendwas da hinten. Keine Ahnung, was das ist. Müsste ich jetzt lesen. Mache ich jetzt nicht.
Ah, oh, Magnetmodul schneller wieder, okay. Sehr gut. Weitere Module, tja, die sich schneller aufladen. Das war eine reife Leistung. Gut, nehmen wir mit. Ja, da haben wir ja schon einiges gleich wieder hier mit aufgeräumt. Wie gesagt, der Maronus blinkt dann noch vor sich hin. Der kann vor sich hin blinken. Ah, Mipha! Mipha-Lenker, Kombo-Angriff, nehmen wir mit. Das sollte nützlich sein. Ja. Das ist es auch. Blinkt sonst noch was? Soweit nix. Das ist die Farben gewesen. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Okay, dann gibt es nächstes Mal erstmal wieder kleine Missionen zwischendurch. Ne? Guck mal, da haben wir keinen einzigen Krog gefunden. Schlacht auf der Ebene von Hyrule haben wir keinen einzigen Krog gefunden. Ja, dann gehen wir nächstes Mal auf jeden Fall auf Krogsuche bei den alten Dingern, die wir hatten. Und hier waren auch drei Krogs, wo ich auch keinen einzigen gefunden habe. Das war diese Fluchtmission, wo auf Zeit war. Drei Krogs, ich habe keinen einzigen gefunden. Was ich auf jeden Fall testen möchte und muss, ist, ob man die einsammeln kann und rausgehen kann oder ob man die dann nochmal abschließen muss, die Mission. Das muss ich testen. Wie viel haben wir hier verpasst? Nein, einen. Da waren so viele und wir haben einen verpasst. Oh. Ach, komm schon. Aber zumindest in den Nebenmissionen scheinen dann keine Krogs zu sein. Na, das sieht man so ein bisschen. Der schnelle Reichtum. Ah, weil es da so viele Sachen dafür gibt wahrscheinlich. Okay. Schauen wir uns aber alles nächstes Mal an. Also die ganzen Nebenmissionen dann wieder. Okay. Dann war das ein etwas längerer Part. Es kann sein, dass dafür morgen keiner kommt, weil ich jetzt keine zweiten aufnehmen konnte und ich ein bisschen in Part-Not bin. Aber dann hattet ihr jetzt halt einen längeren Part dafür. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.